Schätzchen. Oh, hier ist etwas Gold. Schlafende Frau. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Mit Vergnügen. Wie kann okay, ich raus hier. Jemand hat die Wache gerufen. Ich diene der flammenden Faust. Geld? Ruf hat sich um eins verschlechtert. I like it here. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Nichts wie weg hier. Nur nicht die Leute der flammenden Faust töten, sonst haben wir Probleme. Oh, das hier ist eine kleine Taverne. Wie wär's mit einem Whisky? Ja, hier könnten wir schlafen und einen trinken. Ihr braucht nur zu fragen. Du hast jetzt aber keinen Koch in der Küche. Wie ihr wünscht. Eurek, hey, Eurek. Was, ich hab doch gar nichts getan, lasst mich in Ruhe. Die Treppe ist wegen schlechter Verarbeitung gesperrt. Ja, mein Schatten, mit Vergnügen. Lass mich gehen oder die Wache bekommt dich. Lass mich jetzt bitte allein. Ich will jetzt niemanden um mich haben. Was seid ihr so betrübt, meine Dame? Ich befürchte das Schlimmste für meinen Bruder und meinen Vetter. Sie sind schon seit Wochen verschwunden, niemand kann sie finden. Euer Bruder und Vetter, wenn ich ihren Namen wüsste, könnt ihr euch vielleicht helfen. Seid ihr sicher, dass sie verschwunden sind? Vielleicht haben sie ja nur eine Reise. Vielleicht machen sie ja nur eine Reise, das kann doch auch sein. Ich verschwende eure Tränen nicht an mich. Wenn Menschen nicht auf sich selbst aufpassen können, bekommen sie das, was sie verdienen. Vielleicht sind sie auf einer Reise. Eine Reise? Jetzt zu diesen unruhigen Zeiten, das glaube ich nicht. Sie haben Arbeit gesucht, aber allzu weit weg wären sie deswegen nicht gegangen. Könnt ihr mir da helfen? Wie heißen sie? Ich danke euch, was immer ihr auch erreichen mögt, ich wäre euch dankbar dafür. Sie heißen Shank und Carbos, sie sind beide nicht die hellsten, aber sie haben ein Herz aus Gold. Vielleicht sind sie in eine schlechte Gesellschaft geraten, aber sie würden niemals selbst etwas Schlechtes tun. Shank und Carbos, da kann ich doch nicht viel für euch tun, wie ich dachte. Wahrscheinlich sind sie schon tot und begraben. Werdet mit eurer Trauer fertig und macht das Beste daraus. Shank und Carbos? Was meint ihr damit? Organisiert eine Suchaktion. Durchkämmt die ganze Gegend. Sucht überall. Ihr könnt doch wohl meine lieben Familienangehörigen finden. Lieb? Als sie mich in Kerzenburg umbringen wollten, waren sie aber nicht sehr lieb. Was? Sie würden niemals... Aber was vergesst es, wenn sie euch angegriffen haben, dann habt ihr ja mitbekommen, was für Idioten sie sind. Haben sie den Gold bei sich? Nein, dachte ich mir schon. Ist wahrscheinlich alles für Alkohol und Spielchen draufgegangen. Gut gemacht, wenn ich sie ihnen gezeigt habe. Jetzt tut es mir jedenfalls nicht leid um sie. Carbos und Shank. Was für zwei armselige Idioten. An die kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich nicht mal an diese Quest erinnern. Also, oder an diese Frau. Da seht ihr, was für interessante Sachen sie aus dem Original rausgenommen haben. Weil ich glaube, das ist jetzt mit der... Also die Sachen, die auch mit der Mod, von der ich am Anfang gesprochen habe, mit der Unfinished Business Mod reingekommen sind. Wie ihr wünscht. Weil an die kann ich mich definitiv nicht erinnern. Sowas würde ich mich normalerweise erinnern. Gemischtwarenladen. Und ein Lagerhaus. Ah ja, stimmt. Und am See sind wir jetzt auch noch. Also, was heißt am See? Sind wir hier am Meer? Ja,
Nein, halt, das hier ist der Flusshafen. Also der Hafen ist nicht direkt am Meer, der ist am Fluss. Ich fühle, wenn das euer Wunsch ist. Bürgerinnen, die sich einfach so in einem Lagerhaus rumtreiben. Indem wir einfach mitnehmen können, was wir wollen. Oh, hier wieder hat die. Worum geht es dies? Wie ihr wünscht. Char ist uns wohlgesonnen. Ja, mit Vergnügen. Ja? Ne, nicht gut. Ja, mit Vergnügen. Also hier drin sind nur Bürgerinnen und Bürger und wir können nichts mitnehmen, weil die flammende Faust uns wieder gleich angepisst auf uns ist. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hm. Wie ihr wünscht. Hi, Ladenbesitzer. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Hallo, ich bin der gut angepasste L und meine Preise sind angemessen. Früher wurde ich immer verrückter L genannt, aber mein Therapeut hat mich davon überzeugt, dass ich es geschäftlich zu nichts bringe, wenn ich einen Plattenpanzer für einen Apfel und ein Ei verkaufe. Okay, dann zeigt einfach, was ihr habt und ich verschwinde wieder. Kompositbogen, ein Pfeil der Durchbohrung. Die nehme ich gerne mal mit. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hallo, Leute. Hier ist wieder abgeschlossen. Mit Vergnügen. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aber natürlich. Hier unten sind Bürgerinnen und Bürger. Aber natürlich, Schätzchen. Ein Heiltrank. Ja, nicht schlecht. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Wünscht. So, dann gehen wir mal da oben noch lang. Also in den Häusern hier waren wir. Wir waren in dem Wirtshaus. Oh, hier ist noch ein Lagerhaus. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Nadarin. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ein Nadarin. Meine Laune ist schon schlecht genug. Hey, ihr seid entweder gelangweilt oder dumm. Auf jeden Fall könnt ihr eure Dienste gebrauchen. Irgendein Schlaumeier hat versucht, einen Basilisk per Schiff zu verfrachten, doch er ist entkommen und richtet in einem der Lagerhäuser im Hafen Unheim an. Ich sagte ja, ich brauche jemanden, der entweder gelangweilt oder dumm ist. Irgendein Trottel hat einen Basilisk vom Schiff entkommen lassen, mit dem er transportiert wurde. Jetzt läuft das Ungeheuer. In einem Lager am Dock frei herum und versteinert jeden, auf den er seine Augen richtet. Was ich mich darum kümmere, will Nadarin mich belohnen. Worum geht's? Wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Das wird aber leider nicht das Lagerhaus hier unten sein. Sonst hätten wir den Basilisken da drin schon gesehen. Für mit Vergnügen.
Ne, kein Basilisk. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. Und ja, ich glaube, ich hatte erwähnt, dass Baldurs Tor verdammt groß ist. Wir also viel, viel Zeit hier verbringen werden. Wenn das euer Wunsch ist. Mit Vergnügen. Hier ist jemand. Hier ist auch jemand. Gehen wir nach oben. Wenn das euer Wunsch ist. Ich hoffe, dass hier nur schlafende Leute sind. Oder niemand ist. Gut. Mit Vergnügen. Mika, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, was ist das für ein Laden? Gar keiner. Ja, mein, wenn das euer Wunsch ist. Das hier, finde ich, sind irgendwie die interessantesten Häuser, die nur aus zwei Räumen bestehen. Okay, ein Spitzbubenstein. Einen Spitzbubenstein zu haben, ist auch immer aber gut. Worum, wie ihr wünscht. Zur funkelnden Klinge. Ja? Hier sind Leute. Nur zu fragen. Mit Namen. Hör auf, in der Nase rumzubohren, du Altsweib. Gib mir aus den Augen. Was wünscht ihr? Sheila sieht durch die Nebel der Dame, dass ihr ein starker, würdiger Abenteurer seid. Wer ist Sheila? Sheila sieht in der Tat klar. Nein, ich bin nur auf der Durchreise. Sie sieht klar. Durch Anmaßung von jemandem, der noch so jung ist. Sheila sieht nicht klar, sondern nur verschwommen. Und immer durch die Nebel von Lyra. Lyra, wer ist das? Lyra, die Dame der Nebel, Mutter aller Illusionen, die Hüterin vor der Täuschung des Nebelschattens. Einige sagen, sie starb zu der Zeit der Unruhen, getötet von Cyrik, verraten von Musk. Es heißt, dass sie Musk liebte und ihn immer noch liebt. Einige sagen, Götter können sterben. Manche sagen, Götter können geboren werden. Manche sagen, Götter können leben. Andere sagen, Götter sind eine Illusion, die wir zur Befriedigung unserer eigenen Bedürfnisse schaffen. Und wiederum andere sagen, Götter sind eine Illusion, die wir schaffen, um unsere Angst vor dem Leben zu verschleiern. Unsere Angst vor dem Tod, unsere Angst vor dem Sein. Wenn Götter eine Täuschung, eine Illusion sind, dann ist vielleicht Lyra der einzige Leitstern der Wahrheit in unserem ganzen Pantheon der Lügen. Doch wenn Götter wirklich sind, und wahr und allwissend, dann kann Lyra keine Göttin sein und muss tot sein, wenn sie denn je gelebt hat. Wie könnt ihr etwas verehren, das ihr nicht kennt? Ach je, schon so spät. Die Leidung anderer Leute interessiert mich nicht. Was erzählt ihr über Lyra? Sheila sagt, was Sheila gesagt hat, oder etwa nicht? Mir tut der Kopf weh. Ich glaube, ich sollte mir ein ruhiges Plätzchen suchen und mich etwas hinlegen. Die Nebel von Lyra sind allgegenwärtig. Wenn ihr eine Zuflucht vor dem Wissen benötigt, ein Zufluchtsort vor der Wirklichkeit, dann wird vielleicht Sheila für euch da sein. Mhm. Was wünscht ihr? Wer ist Sheila? Es ist Sheila, unsere höchste mittlere Priesterin des Nebelschattens, die vor euch steht und durch den Nebel von Lyra spricht.